Heute haben wir als Landeskirche ein großes Fest gefeiert. Wir haben gefeiert, dass Frauen in unserer Kirche ordiniert werden. Letztes Jahr im November haben wir bereits begonnen mit einem großen Festakt an der Theologischen Fakultät hier in Berlin, wo wir 75 Jahre Ordination von Frauen gefeiert haben. Und heute dann haben wir 45 Jahre Gleichberechtigung im geistlichen Amt gefeiert. Es gab hier in der St. Marienkirche heute einen wunderschönen Festgottesdienst, zu dem über 350 Menschen anwesend gewesen sind. Der Bischof Dr. Markus Dröge hat eine Predigt gehalten, in der er deutlich gemacht hat, dass wir Jesus folgen, indem wir Frauen ordinieren, indem Frauen bei uns genauso Zeuginnen und Zeugen der Auferstehung sind wie unsere männlichen Amtsbrüder. Ich freue mich sehr, dass ich diese Einladung aussprechen konnte und dass so viele Frauen Pfarrerinnen gekommen sind, auch diejenigen, die vor 1974 ordiniert worden sind. Das hieß damals nicht mit allen Rechten und Pflichten, Pflichten schon, aber nicht mit den Rechten. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir noch einmal Dank sagen, dass das die Wegbereiterinnen dafür waren, dass wir heute die Gemeinschaft von Männern und Frauen im Pfarrdienst wirklich gut leben können. Denn das entspricht dem Evangelium Jesu Christi. Es ist ein wunderbares Fest hier, sehr viele lebendige Frauen, die aus der Geschichte ihres Berufes erzählen. Es ist etwas ganz Wunderbares. Danach hat dann die Generalsuperintendentin Asmus den Festreigen weitergesponnen. Sie hat auch noch mal darauf hingewiesen, wie wichtig diese Ausstellung ist und wie dankbar sie dafür ist, dass jetzt diese Frauen endlich ein Gesicht und einen Namen bekommen in unserer Landeskirche. Die Schirmherrin der Ausstellung, unsere Präses Sigrun Neuwirth, sie hat eine Rede darüber gehalten, in der sie darauf hingewiesen hat, dass auch in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft noch unerforscht ist, welche Frauen die ersten Frauen gewesen sind und dass da noch Handlungsbedarf besteht. Und schließlich sind dann die 17 Autorinnen dieser Ausstellung nach vorne gekommen, um allen zu zeigen, die Geschichte, sie geht weiter. Ja, und danach sind wir dann durch die Ausstellung gelaufen, haben uns die 14 Roll-Ups angeschaut mit unseren Vorgängerinnen. Wow, was sind das für Geschichten? Was haben diese Frauen gekämpft und was für Steine sind ihnen in den Weg gelegt worden? Und die Geschichte, sie geht weiter. Und auch die Ausstellung, sie geht weiter. Es ist eine Wanderausstellung. Sie wird jetzt in den nächsten Wochen noch hier in der Bischofskirche in St. Marien zu sehen sein und dann durch unsere Landeskirche wandern. Ich kann Sie herzlich einladen, diese Ausstellung zu besuchen, entweder direkt physisch vor Ort oder im Internet, denn da sind viele Videoclips zu sehen, auf denen unsere Vorgängerinnen vorgestellt werden. Gott sei Dank, es ist erreicht. Frauen und Männer sind bei uns in der Kirche gleichberechtigt. Und dahinter wollen wir nie wieder zurückgehen. Musik